eine quadratische Gleichung im Komplexen, um mal zu sehen, wie die PQ-Formel jetzt mit komplexen Zahlen funktioniert. Gesucht ist x aus den komplexen Zahlen mit x Quadrat plus 2 plus i mal x plus 3 minus 5i gleich 0. Ich suche eine komplexe Zahl x, die das kann. PQ-Formel, aber jetzt im Komplexen. Die handelsübliche PQ-Formel. Das hier ist p, rundes x natürlich, und das hier ist q. Minus p halbe, minus 2 plus i halbe, plus minus, die Wurzel. Jetzt steht unter der Wurzel p halbe Quadrat. Was hier vorne steht, quadrieren. 2 plus i halbe quadrieren. Minus q, also minus 3 plus 5i. Löse ich sofort auf. Wenn Sie das abziehen, minus 3 plus 5i. Jetzt müssen wir wissen, was da unter der Wurzel steht. Um zu wissen, was da unter der Wurzel steht, muss ich erstmal das Quadrat haben. Den hier. Das wird unten Viertel natürlich. Oben, wir können sagen a plus b in Klammern ins Quadrat. Was wird das werden? Der erste ins Quadrat, 4. Plus 2 mal der erste mal der zweite, also plus 4i. Plus der zweite ins Quadrat, i ins Quadrat, also minus 1. Dann habe ich insgesamt unter der Wurzel 4 minus 1 Viertel, das sind also 3 Viertel, 4 minus 1 Viertel, 3 Viertel plus 4i durch 4, also plus i, minus 3 plus 5i, minus 3 plus 5i. Das habe ich alles unter der Wurzel. Kann man ein bisschen zusammenfassen, 3 Viertel minus 3, ich glaube, ich bringe das auf den Bruchstrich, 3 sind 12 Viertel, Sie ziehen von 3 Vierteln 12 Viertel ab. Dann haben Sie 9 Viertel minus 9 Viertel, upsili, und haben dann plus 1i plus 5i plus 6i unter der Wurzel. Dann schreibe ich es jetzt nochmal in voller Schönheit hin. Das ist also minus 1 minus i halbe plus minus die Wurzel. Und da standen jetzt minus 9 Viertel plus 6i. Und jetzt wissen wir, wie wir Wurzeln ziehen. Wurzeln ziehen wir im Komplexen mit Länge und Winkel. Machen Sie da mal weiter. Diese Wurzel, nur diese Wurzel hätte ich jetzt gerne. Jetzt wissen Sie eigentlich, wie das geht. Diese Wurzel ist eine komplexe Zahl mit einer bestimmten Länge und einem bestimmten Winkel. Was ist die Länge von der Wurzel? Was ist der Winkel von der Wurzel? Von eben, der fünften Wurzel, wissen wir schon. Sie bilden hier jetzt die Quadratwurzel aus der Länge von der Zahl, die unter der Wurzel steht. Die Quadratwurzel aus der Länge von minus 9 Viertel plus 6i. Das ist die Quadratwurzel und jetzt muss ich die Länge ausbuchstabieren. Die Länge buchstabieren Sie aus mit Pythagoras. Die Länge dieser komplexen Zahl, Sie gehen minus 9 Viertel nach rechts, also 9 Viertel nach links und 6i nach oben. Die Länge mit Pythagoras, die Kathete quadrieren, Summe, Wurzel. Pythagoras sagt, diese Länge innen drin ist die Quadratwurzel aus 9 Viertel ins Quadrat, schreibe ich das jetzt tatsächlich hin, 81 Sechzehntel, boah, 81 Sechzehntel plus 6 ins Quadrat, nicht 6i, Vorsicht, Sie nehmen nur den Imaginärteil, es geht 6 rauf, also plus 36. Die Wurzel daraus, die innere Wurzel, ist die Länge von dieser komplexen Zahl mit Pythagoras und davon muss ich nochmal die Wurzel bilden, denn ich will ja hier die Wurzel haben. Also die innere Wurzel stammt von Pythagoras, die äußere Wurzel stammt von der Wurzel, die da steht. Und das ist dann, wenn Sie weiterrechnen, natürlich die vierte Wurzel aus 81 Sechzehntel plus 36. Genau, machen Sie das im Kopf. Der Winkel mit, jetzt müssen wir vorsichtig sein, wir gehen nämlich nach links. Wir gehen 9 Viertel nach links und 6 nach oben. Zeichne ich das tatsächlich mal an. 9 Viertel nach links, 6 nach oben. Ich suche diesen Winkel und werde den halbieren. 1/2 mal diesen Winkel. Hätte ich mal Phi. 1/2 mal Phi. Wie kommen Sie auf diesen Winkel? Da ist ein rechter Winkel. Wie können Sie den Winkel bestimmen? So, Sie kriegen also diesen Winkel hier mit dem Arcus Tangens. Das ist der Arcus Tangens aus Gegenkathete, Ankathete, also 6 durch 9 Viertel. Und dann ist dieser hier, der übrig bleibt, 180 Grad minus den. Schreibe ich jetzt nicht aus, keine Lust. Und dann setzen Sie den da oben ein. Dann haben wir einen Winkel. Es gibt noch einen zweiten Winkel. Ich schreibe mal gegebenenfalls plus. Was können Sie noch dazu addieren und haben einen weiteren möglichen Winkel?
Eben hat man so was wie 360 Grad Fünftel drauf, zweimal 360 Grad Fünftel bei der fünften Wurzel. Hier können Sie noch 360 Grad halbe drauf addieren, wenn Sie wollen. 180 Grad oder minus 180 Grad, egal. Hier können Sie noch 180 Grad drauf addieren. Und wenn Sie dann quadrieren, Sie nehmen irgendeinen Winkel, nehmen nochmal 180 Grad drauf. Wenn Sie dann quadrieren, verdoppeln Sie den Winkel und die 180 Grad sind wieder weg. Das war der Trick. Jedenfalls plus 180 Grad. Aber Sie sehen hier, das mit dem Plus-Minus macht das sowieso. 180 Grad drauf, bei einer komplexen Zahl, 180 Grad drauf, heißt ja, dass Sie das Vorzeichen ändern. Das ist hier mit dem Plus-Minus sowieso schon in der Formel drin. Lohnt sich gar nicht. Das ist schon seit Urzeiten in die PQ-Formel eingebaut. Also den brauchen wir nicht überflüssig, weil wir schon das Plus-Minus haben. In der PQ-Formel. Das können Sie jetzt im Prinzip ausrechnen, schaffen wir heute nicht, aber Sie sehen, das würde funktionieren. Von der Wurzel kriegen Sie jetzt Länge und Winkel. Mit Sinus und Cosinus können Sie zurück zu Realteil, Imaginärteil, Realteil plus Realteil, Imaginärteil plus Imaginärteil und es kommt tatsächlich eine Zahl x raus und mit dem Minus eine andere Zahl x.